erste Folge Pro Wrestling Österreich Matchrückblick. Heute dabei in der Premierenfolge Peter White und Markus Vetter. Und wir werden sich heute das Prater-Catching Pokalmatch von 2018 anschauen. Peter White gegen Demolition Davis. Hallo beide, danke fürs Dabeisein. Wie geht's euch? Sehr gut, danke. Danke, Arno, für das, dass du das möglich machst. Jetzt darfst du reden, Peter. Ich bedanke mich auch für die Einladung und bin sehr gespannt, was ihr zwei oder Markus zu dem Match für Kommentare reinwirft. So, dann starten wir mal das Match. Ihr seht es alle. Es kann auch jederzeit jeder unterbrechen, wenn er was zum Sagen hat. Und es geht los. Also, kurz zur Vorgeschichte, das war 2018 beim Prater-Catching im Zirkus Louis Knie Zelt. An dem Tag hat auch Österreich gegen Deutschland beim Fußball gespielt. Das war, glaube ich, ein Freundschaftsmatch, weiß ich nicht mehr. Aber da haben wir erfahren, dass Österreich Deutschland überraschend besiegt hat. Und bei diesem war ja auch das Finale Österreich gegen Deutschland beim Prater-Catching 2018. Eben, der Demolition Davis hat ein Jahr davor gewonnen, den Titel. Bei einer Battle Royale. Den ersten Praterpokalsieger war er dadurch, der erste Praterpokalsieger war er dadurch. Und der Peter war dann aufgrund der Erfolge im Vorjahr dann der aktuelle Herausforderer Nummer 1. Zu der Zeit warst du übrigens aktiver. Heavyweight Champion, ja, Champion, also Schwergewichts-Champion in der Schweiz. Ich glaube, gegen Pascal Spalt hast du gewonnen, oder? Nein, das war so ein Vierer-Match. Cake Destroyer, Pascal Spalter, ich und wer war der Vierte? Eder Kovac, oder? Nein. Ich glaube, ich kann den Aussetzer, ich weiß es nicht. Tut mir leid, die vierte Person, keine Ahnung. Peter Angelika. White kommt hier. Nein. Da gibt es eigentlich eine Geschichte dazu. Markus Vetter, erzähl das einmal. Angelico, war der nicht geplant für Sparta Kitchen 2018? Nein, das war beim in Stockerau. Also, naja, aber. Ja, er war geplant für 2018. Aber warum ist er dann doch nicht gebucht worden? Also auf jeden Fall sind wir in Peter und da rennt er gerade durch die Fans. Okay, also Markus, willst du nicht alles sagen? Man sieht hier Millions und Millions of Fans von Peter White, jetzt sehe ich gar nichts, das ist Peter Black im Moment. Das war übrigens für mich eins der besten Videos von meinen Kämpfen in den letzten 20 Jahren. Also das ist mit Abstand eines der besten Videos. Ja, jetzt Von der kommt gleich Qualität ein. und vom Zusammenschnitt, ja. Was auf jeden Fall das angeht, ist es auf jeden Fall top gemacht, ja. Dankeschön. Ja, das war das Team aus Ungarn. Die MR Moment, heißen die. jetzt kommt, glaube ich, ein bewegender Moment, oder ist. Nein, der kommt erst nachher, wenn der Demolition schon da ist. Das war dann ein historischer Moment, den werde ich dann noch kurz einhaken. Auf jeden Fall wurdest du hier, das weiß ich noch, aus Markt Bisting angekündigt, weil der Bürgermeister sogar dort vor Ort war mit einigen Leuten. Jetzt kommt dieser Moment, glaube ich, wo du das Leiberl zu den Fans, lauter kreischen der Mädels und ich habe es gefangen damals. Ich glaube, dieses T-Shirt-Setting jeden Tag an. Ja. Und hier eben Österreich gegen Deutschland. Ja. Der Demolition Davis Auf zu jeden der Zeit. Fall. Danke, ich war auf jeden Fall sehr nervös vor dem Match und ich gehe da immer im Kopf durch, was ich mir vorgenommen habe. Darf mich nicht verletzen, muss an das und das denken, was ich die letzten Wochen trainiert habe. Mache eigentlich immer mein Kreuz hier in der Ecke dann, mache ich später, dass ich auch unverletzt bleibe. Und die Stimmung war extrem angespannt jetzt, wo der Praterpokal-Titelträger ins Zelt kommt. Also der ganze Abend war wirklich mit guten Matches, muss man sagen. War eine Top-Veranstaltung, war ausverkauft auch. Da war es noch ein Tag, das Prater-Catching. Und da war wirklich, also das war ein Top-Prater-Catching, muss man sagen. Auf jeden Fall hat der Demolition Davis zu der Zeit noch 190 Kilo, glaube ich. Oder? In der Reichweite. Ja, ich hätte 185 gesagt, aber auf das kommt es jetzt nicht an. Ja. Und du hast über 100, oder? 110, nehme ich an. Nein, ich habe knappe, nein, 100 Kilogramm, mehr nicht. Okay. Ich finde es ja extremst enorm, was Demolition Davis abgenommen hat. Wenn man das eben verfolgt, er hat so viel abgenommen und hat da echt den größten Respekt verdient, finde ich.
Ich habe einfach fast nur auf Half Life gehen mittlerweile. Ja, und ich habe ja dieses Abnehmen eigentlich eingeleitet, weil ich habe in dem Pokal abgenommen. Ja, das ist ja, war cool. Der Hunger, weil er so traurig ist, dass er verloren hat. Auf jeden Fall hat dann den Abend auch der Chris Stefan von Puls 4 gemeinsam mit dem Bubbykiller gekämpft. Kann ja, ich das war mega witzig und interessant und war natürlich für die Medien auch ein Hammer. Ja, da waren wir ja dann einen Tag danach, waren wir, also zwei Tage danach waren wir je 30 Minuten auf Puls 4 mit dem Prater catchen. Ja. Und der Schiedsrichter ist, wer? Ich habe ihn jetzt noch nicht gesehen. Ist, glaube ich, der Schweizer, oder? War in dem Match als neutraler Schweizer. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Rainer Ringer ist, oder? Ah nein, Sigi, ja stimmt. Ja, stimmt, Sigi. Ja genau. Österreich-Deutschland mit einem neutralen Schweizer. Ja, sehr entweder gut geplant oder toller Zufall. Ich hätte es auch da schon gut gefunden, wenn die Seile rot-weiß-rot gewesen wären. Das ist ja erst dann später passiert, 2019 im September haben sie das umgestellt. Das sieht man im Pokal. Dann im Pokal, ja. Und der ist wirklich wunderschön und sehr groß auch. Möchtest du da den Pokalhersteller erwähnen oder ist das egal? Das war eine Firma aus dem Internet. Ja. Er steht auf jeden Fall im Praterverband und jeder Gast, der dorthin geht, kann ihn bewundern. Und jedes Jahr wird dann der Namensschild ausgegeben. Also der Akt zu dem Zeitpunkt, bevor es jetzt losgeht, ist der Titelträger der Demolition Davis oder der Pokalsieger vom Vorjahr und Peter White der Herausforderer. Und es geht schon los. Ah, nicht schlecht. Da war ich ein bisschen überrascht, aber wenn wir doch noch kommen sind und dann gleich ein Dropkick, da bin ich doch überfordert gewesen, weil er im ersten Vorarm nicht so geschnupft hat, wie ich das glaubt habe. Es war ihm relativ egal. Und da stehst du dann schon einmal an, wenn du gegen den rennst und trotz 100 Kilogramm nicht durchkommst. Ja, das ist sicher nicht. Eine Wucht. Bam. Ja, das war, das sieht man, der hat eine Wucht, der Demolition Davis. Was hast du dir vorgenommen, Offensive? Oder war das mit... Ich habe vorgenommen, dass ich ihn aushebe, aber ich schaff's nicht. Nein, ich habe mir vorgenommen, dass ich natürlich, obwohl ich nicht schwach bin, aber der Schwächere in dem Match bin. Ich habe nämlich auch erfahren einmal, dass Demolition Davis, das wissen glaube ich nicht viele, bei Strongman-Wettbewerben mitgemacht hat. Das war wirklich so. Okay. Und auch jetzt im Gym, wo ich trainiere, hat mir der Peter Reintaler, der hat 160 Kilo, ist ein bekannter Strongman in Österreich. Mit dem habe ich über Demolition Davis geredet und der hat gesagt, er war mal in Tulln dabei und der hat ihn unglaublich fasziniert, weil er so stark war bei den ganzen Wettbewerben. Also der ist nicht nur dick, ja, manche glauben, der ist fett und kann nichts, nein, der hat auch eine enorme Kraft. Ich habe mir eben vorgenommen, dass ich Momente ausnutze eben. Ja, ich bin der Schnellere, das brauchen wir gar nicht diskutieren und das ist meine einzige Chance, da irgendwie was auszunutzen und zurückzukommen. Ah, jetzt die Fahne war im Weg. Ah, da schlemmt dich ordentlich durch den Ring da. Man muss sagen, dass der EBA-Ring ist ja auch nicht wirklich gefedert. Minimal, da fliege ich ganz schön hoch und das spürst natürlich doppelt und dreifach. Ja. Aber das Publikum ist da total mitgegangen und war wirklich super von meiner Seite von Anfang an. Ah, das ist jetzt angenehm. Ja, angenehm. Auf die Lendenwirbel. Also natürlich haben wir alle zu dir gehalten, aber die wenigsten haben geglaubt, dass du es schaffen kannst, glaube ich, weil das war halt der Bullischen Davis hat ja schon in Österreich hat er ja schon öfters gekämpft und gezeigt, was er kann, eben auch wie ein Tiny Iron und. Ne? Also der war, glaube ich, die letzten Jahre bei jeder EWA-Veranstaltung mit dabei, ne? Aus den Stockholm. Ja, er hat sich immer gesteigert und nach oben gearbeitet eigentlich. Und jetzt ist so ein Moment, wo du denkst, okay, endlich komme ich raus, jetzt schaffe ich es, jetzt hole ich mal meinen Moment, renn wieder an und dann, ja, baff, schon wieder alles. Fang dich ab.
Und das ist für mich, gerade in der heutigen, der Lektor war auch sehr angenehm. Mhm. Es ist nicht mehr so wie in die 90er oder Anfang 2000er, die Gegner werden leichter, ja. Also Schwergewichte gibt es nur noch selten. Und ich war das gar nicht so gut, dass man eben jemanden anspringt und er fängt sich locker ab. Aber er hat es gemacht. Mhm. Ah, jetzt kommt das. Ja, aber das Problem ist, dass dieser DDT, der hat nicht ganz funktioniert. Ich habe ihn zwar mitreißen können, aber er ist nicht ganz mitgegangen und ist eher auf die Seite geflogen. Das heißt, den DDT hat er nicht ganz gefressen, weil das hätte auch schon das Ende sein können, wenn ich ihn erwischt hätte. Geht schon weiter. Ich kriege ja bei den eigenen Veranstaltungen meistens die Kämpfe nicht so mit, muss ich ehrlich sagen. Arno, warst du dort? Ich war damals... Ich höre einen Arno, nicht du? Ich höre einen Arno auch nicht. Ah, der hat sich ich war damals dort, ja. Okay. Also auch gut in Erinnerung, die Veranstaltung, oder? Wenn nicht, kannst du wieder stumm schalten. Gut in Erinnerung, aber zu meiner Enttäuschung hat damals Igor und Sultan auf die Deckteam-Gürtel gegen Michael Kovac und Demon Pix abgegeben. Ja. Langjährige Erfahrung im Ring, ne? Ich glaube, dem Igor ist ja ein Fauxpas passiert. Der hat unabsichtlich den Sultan noch verwischt. Glaube ich. War das in dem Jahr. Spürst du den Schmerz noch einmal? Wenn du das siehst? Jeden Move spüre ich. Ich kann mich erinnern, die Stimmung war sehr... Aber die Stimmung an dem Abend war ja von der ersten Minute an, wie das Intro ertönt hat, war ein Wahnsinn. Da auch Schau. Das ist dem damals sehr gut, ja. Hammern. Eins, zwei. Ja, das ist natürlich bei einem kräftigen, schweren Brocken. Jetzt probiere ich es noch einmal zum Ausschieben. Das ist auch schwer, wenn man den sogar pinnen möchte, weil der drückt sich locker weg mit seinen 100 Kilo. Jetzt glaube ich, jetzt hat er langsam Respekt bei dir, dass er merkt, er kann dich nicht so besiegen, wie er wollte, und er muss jetzt da dann durch auf Faustschläge, glaube ich, steigen. Das ist jetzt ein Schlüsselmoment, weil jetzt habe ich ihn nach draußen gedropkickt und jetzt hat er sich am Knie verletzt. Ja. Ah, genau, ja. Er hat sich am Knie verletzt, was ich dann auch erfahren habe nachher. Jetzt springe ich auf ihn drauf. Und auf die Silke. Und auf die Silke, auf der ersten Reihe. Ja, mit Bambi-Killer-Shirt hier gut zu sehen. Mhm. Aber er hat sich definitiv, ich glaube, am linken Knie verletzt, wie er nach draußen geflogen ist nach meinem Dropkick. Ja. Da die Fans schauen ganz wie hinter dir. Schön, oder? Ganz Wien bis auf Arno Enk. Und dann habe ich jetzt gegen einen Ringposten gestoßen. Und ja, genau, da ist schon passiert. Ja. Da hat es geblutet. Ja, da war eine Tomate am Ringposten. Ja, da hat er mich zu hart dagegen geschossen. Und passiert mir ganz selten. Aber ja. Eieiei. Ein schönes Cut hast du. Ja, da hat er mich überrascht, weil er eben mich abgefangen hat. Also ich bin auf ihn drauf geflogen, nie verletzt. Ich jubel mit dem Publikum, gehe zu ihm zurück. Er schneidet mich ab und haut mich in den Ringpfosten. Und jetzt vor allem haut er immer wieder auf die Wunde drauf. Ja, genau. Sehr angenehm. Sehr schön. Oder auch nicht schön. Warum ist das eigentlich sehr schön? Eben, ja. Jetzt kommt dann die Rettung. Da gibt es immer wieder Leute, die sagen, ja, das ist eigentlich kein echtes Blut. Doch, ist es. Es ist ein echtes Blut, ja. Nämlich meins. Ja, das war echt. Deine damalige noch nicht Verlobte, aber Freundin, die hat sehr mitgelitten, kann mich noch erinnern. Ja, du auch. Natürlich. Ich war jetzt wollte mich superplexen von oben, aber jetzt habe ich es abgeschnitten, noch einmal ein Hund in die Fresse und jetzt bringe ich mal den Dropkick. Bam! Sehr schön. Sehr schön. Die Rettung war schon da, also die Sanitäterin, und du hast gesagt, aus eigener Verantwortung machst du weiter. Das war dein Ehrgeiz, oder? Dass du da nicht aufgeben willst vom Wiener Publikum. Ja, du, ich war überhaupt überrascht, dass mir das gefragt wird, weil bin ich noch nie, normalerweise geht es ganz normal weiter. Bodyslam habe ich jetzt, ich habe ihn heben können, er ist aber runtergeflutscht, ist er nicht einfach, er ist
kommt jetzt gar nicht aufs Gewicht an, sondern einfach auf diese Masse, die er hat, die man echt schwer nehmen kann. Aber nochmal zurück zum Blut. Wenn jemand blutet beim Wrestling-Match, ich war da richtig überrascht, dass ich gefragt werde, willst du weitermachen oder brechen wir den Kampf ab, weil, ja, ich habe ja keinen Arm verloren. Also ich habe auf das Spiel geblutet, ja. Es war jetzt geht nochmal einen schönen Ellbogen. Schön. Es geht ja auch wegen, weil du ja gegen die Stange getroffen bist, dass vielleicht da irgendwas passiert ist, Gehirnerschütterung oder so. Sicher ist sicher. Aber du hast weitergemacht. Niemals auf. Ja, aber du siehst doch, dass der Davis humpelt. Ja. Ich weiß bis heute nicht, was er gehabt hat, aber es war sein größter Fehler, dass er trotz Knieschmerzen dann noch einmal aufs dritte Seil aufgeht. Oder aufs zweite in dem Fall, weil ich ihm abschneide. Genau. Und da ein paar gescheite Watschen auf seine Maske. Also der hat 2018 schon eine Maske getragen, heute sagen die sie alle. 2018 ist das, ne? Aber 228 ist er aktiv? Oder war das jetzt nur... Was ist aktiv, was? Seit wann ist er im Wrestling aktiv? So, jetzt... Weiß ich nicht, 10 Jahre, keine Ahnung. Ist schon zu Ende, das war der... 2, 3. Das ist durch seine Verletzung auch liegen geblieben. Wunderschöner Moment für mich. Und ich habe es gar nicht glauben können, weil da alles für mich zusammengekommen ist. Heimatstadt Wien. Im Prater war ich schon als kleines Kind. Da sind Freunde, Familie vor Ort gesessen. Ich habe im Praterpokal gewonnen und das Schönste an allem, ich komme jetzt gleich in den Ring. Später im Ring, richtig. Und du hast vorhin Arno gewonnen, der zum Demolition Davis gehalten hat, gell? Ja, aber den habe ich da noch nicht gekannt. Hätte ich ihn da schon gekannt, hätte ich ihn auch in den Ring geholt. Und einen Vorhand. Nein, super Lichteffekte war noch. Ja, also vom Zelt her und vom Aufbau und von den Scheinwerfern war das für mich die geilste Show von all dreien. Und diese Scheinwerfer und alles sind von den Fahrgeschäften vom Prater runtergebaut worden und für den Tag aufgebaut worden. Okay. Keine Lüge. Ja. Und die Tonanlage und so. Ich hoffe, wenn das wieder stattfindet, dass du das oder dass ihr das wieder so macht. Wer ist eigentlich, das verstehe ich bis heute nicht, wer ist dieser kleine, schlanke Mann da im blauen T-Shirt im Ring, der so komisch nachgeht? Ein Fan. Ich wollte das, da waren ja lauter Medienvertreter und der eine hat gesagt, die Fahne, Foto mit der Fahne und ich wollte sie hinten halten, aber du bist immer weggerannt. Und jetzt ja, darf ich dir gratulieren, glaube ich. Ja, genau. Ja, aber dieses Betatschen. Ja. Mhm. Chance muss man nützen. Aber da warst du aber auch noch etwas schlanker, oder? Stimmt, da war ich schlanker. Aber bis 25 war ich immer schlanker, aber da war ich dick und dann wieder schlank. Und jetzt bin ich wieder dick. Schau, da ist dein Leiberl, was du mir zugeschossen hast. Und ja, die Österreich-Fahne. Und jetzt bist du Bratenpokalsieger. Das will man jetzt der Stefan Zittler. Oder? Stefan Zittler im Ring, habe ich gesagt. Genau, das ist der Präsident von Prater, der was eigentlich jedes Jahr jetzt die Übergabe gemacht hat. Klaus Wallers hätte kommen sollen, war auch da, aber er war nicht mehr bei der Pokalübergabe. Er ist wahrscheinlich zu Hause gegangen, schon etwas älter. Ne? Was ich bis heute nicht verstehe, aber bitte. Ja, oder war schlecht kommuniziert, ich weiß es nicht. Ne? Oder er war ein Demolition Davis Fan, kann auch sein. Ja, sehr schön. Ja, schöner Pokal, den ich nächstes Jahr, also ein Jahr später, wieder verteidigen durfte gegen ein Muskelpaket aus Wales. In einem super Kampf. Einen wirklich guten Kampf gegen Easton Rees. Danke, Markus, noch einmal für all die schönen Veranstaltungen. Und vor allem, es ist ein Wahnsinn, dass du nach all diesen langen Jahren endlich was gefunden hast, wo du da gut bist. Veranstaltung, Wrestling-Shows. Was hast du gesagt? Ich hab's nicht verstanden. Das war's? Nach all den Jahren? Nichts. Ja, wir feiern hier nicht dabei. Hallo, sag's mir. Was hat er gesagt? Du musst es dir noch online anschauen. Richtig. Und das super Logo. Und das super Logo, ja.
Und wie ich sehe, es gab ja dann den Retourkampf White gegen Davis bei der Powerslam-Veranstaltung, ne? Ja, aber wir sind jetzt auf der Prater-Catch und den habe ich gewonnen und damit ist die Sache erledigt. Es macht Achso. keine weitere. Ich wollte dich bewerben. Ja, also Arno, Wolki, gibt es jetzt noch was zu sagen oder darf ich mich bedanken für dieses Video, für diesen Kampf? Oh ja, es gibt was zu sagen. Der Arno soll weiter mit diesem Enthusiasmus machen, mit seiner Seite und immer wieder neue Ideen. Weil ich glaube, ich will jetzt nichts Falsches sagen, aber wäre diese Corona-Krise und so, wäre es ziemlich still eher um die Wrestling-Szene. Und also es machen schon ein paar was, aber so gibt es im Internet, lebt die Wrestling-Szene schon sehr durch den Arno und die WWE-Seite. Ja, und ich Dieses finde, dass die Beatdown und so. PWE-Seite auch super Grafiken und Übergänge von Videos und so weiter macht. Also das haben sie wirklich drauf. Ja. Gratulation und weiter so. Ja, Danke genau. sehr, danke sehr. Und ich So, danke mich den gerade. Text haben wir jetzt vorgelesen, den er uns geschickt hat. Ich danke euch für eure Zeit, dass ihr bei der ersten Folge Wir vom sagen PWE Danke. Match Rückblick dabei wart. Und Wir darauf, dass sagen wir Danke. nächstes Jahr wieder endlich Wrestling und Ja. Prater-Catchen haben. Absolut. Arno, du hast meine Kontonummer, Geld überweisen nicht vergessen und danke nochmal. Danke euch. Achso, Ciao, ciao. kriegst du auch 5.000 so Tschüss. wie ich? Tschüss, schönes Wochenende, Papa. Tschüss. Ciao.